Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um seine Gedanken. Was hat er denn für Gedanken in Bezug auf dich? Was hat er denn über dich alles gedacht? Heute biete ich dir eine Position an und heute arbeite ich in den Energien von einem wunderbaren Jahreskreisfest. Und zwar, es ist Beltane heute oder Beltane, je nachdem. Und es soll heute knistern. Die Energien sind sehr magisch aufgeladen, meine Liebe. Und die Durchgänglichkeit von solchen Informationen ist heute besonders gut, sodass ich mich sehr auf diese mystische, magische, zauberhafte Legung sehr freue. Ja, meine Lieben, bevor wir beginnen, habe ich auch noch eine tolle Nachricht für all diejenigen, die Lust haben, an dem nächsten Stapel meines Kurses Energien der Herrscherin teilzunehmen. Dieser beginnt am 1.6.22 und du hast ab jetzt die Möglichkeit, dich für die nächste Welle, für die nächste Staffel anzumelden. Ja, bei den Energien der Herrscherin geht es um dich, es geht um deine Energien. Diese sollen bereinigt werden, es sollen deine Themen angeschaut werden und du sollst glücklicher werden. Deine Lebensqualität soll erhöht werden und einige Themen, einige Aspekte, die besonders wichtig sind, sollen transformiert werden oder in die Transformation geleitet werden. Also wenn du Interesse hast, informiere dich unter dem Tab Community und dort findest du weitere Infos. Ansonsten kannst du es auch per Mail anfragen. Ja, und nun beginnen wir mit der eigentlichen Legung. Seine Gedanken, auch seine Gefühle, vielleicht auch das, was er vorhat zu unternehmen. Welche Schritte würde er in deine Richtung unternehmen? Würde er überhaupt etwas unternehmen? Was beschäftigt ihn? Er soll mal erstmal über sich selbst erzählen, sodass wir wissen, wie er jetzt aufgestellt ist. Er beschäftigt sich jetzt mit alltäglichen Aufgaben, mit häuslichen Aufgaben. Vielleicht kümmert er sich auch um den Haushalt oder ist viel jetzt in seiner Garage, je nachdem. Ja, das sind ganz einfache Dinge, womit er sich beschäftigt. Also ganz viel Häuslichkeit, die hier rüberkommt. Und falls es zu Distanz unter euch kam, ja, falls diese Distanz schon eine Weile anhält, besonders mehr als eine Woche, dann möchte er sich hier bei dir schon mal irgendwie melden. Ja, irgendwie möchte er schon aus seinem Versteck hier rauskommen oder aus seinem Trott, ja, aus dem Alltagstrott rauskommen und mir auch in die Richtung gehen. Gut, ob es dann gelingt, das ist eine andere Frage. Ja. Ich möchte noch energetisch schauen, was ihn beschäftigt. Ja, also Zweifel, ja, ob es denn gelingt, das steht noch wirklich in den Sternen. Und er zweifelt an sich. Er zweifelt an sich, er zweifelt an der Situation, er zweifelt an seinem Erfolg. Auch wenn er hier Sehnsucht hat, zögert er. Ja, er zögert und überlegt sich, was wäre denn am besten. Ja, er versucht das ein bisschen zu einzuschätzen und es auf einer bisschen zu einer spirituellen Ebene zu verstehen. Was ist denn jetzt das Beste?
Sehe ich irgendein einschneidendes Ereignis? Mehr auch in der Öffentlichkeit, was auch immer das sein kann. Das lasse ich einfach mal als Nebeninformation in der Luft hängen. Gut. Was hat er denn alles gedacht? Jetzt lass uns mal in seine Gedankenwelt einsteigen. Treppe für Treppe, immer tiefer. Was finden wir als erstes? Die erste Schicht. Immerhin, Ritter der Kelche. Ausrichtung in Richtung Emotionen. Er möchte hier auch Emotionen abholen. Er möchte hier genährt werden. Er möchte eine Portion Liebe von dir. Ja, wie solch ein Hungriger, der vielleicht jetzt auf Diät war, auf einer emotionalen Diät, auf einer Liebesdiät war, möchte er hier nun mal in Richtung auffüllen gehen. Ja, er möchte seine Reserven jetzt wieder auffüllen. Er überlegt sich ganz gut, wie denn seine Moves sein können, wie soll er sich bewegen, ja, was soll er dann hier unternehmen. Denn er findet den Austausch zwischen euch etwas mangelhaft oder gar blockiert oder gar nicht gegeben. Fühlt sich einsam. Fühlt sich einsam. Er schreit hier danach, dass er sagt, oder seine Seele schreit und sagt, ja, ich musste mir ganz, ganz viele Gedanken über unsere Beziehung machen. Es sind nicht nur die schönen Gedanken, es sind auch belastende Gedanken, erdrückende Gedanken. Etwas erdrückt ihn auch und zwingt ihn, bisschen zu einer Resignation, zum Verständnis, dass nicht nur im Außen die Fehler zu finden sind. Ja? Also, dass er bei sich selbst erstmal anfangen sollte. Das soll er tun, ja? Sodass er bei sich selbst sucht, sodass er bei sich selbst nach Lösungen sucht. Und überhaupt schaut, ob er hier neue Chancen bekommt. Na, wer sich immer wieder mal in irgendwelche Versuchungen führen lässt, ja, kann ich immer davon ausgehen, dass das toleriert wird. Sei es von dir oder von der Öffentlichkeit, von seinen Mitmenschen. Ja, man möchte Erfolg haben, man möchte glücklich sein, geliebt sein, immer wieder mal im Fluss sein, im Flow sein. Emotional und nicht nur, ja, beruflich, auch häuslich, damit auch die Dinge leichter von der Hand gehen, damit man sich auch ein gutes Leben leisten kann. Aber wenn der Teufel ihn immer wieder mal verführt, ja, dann soll er tatsächlich etwas zittern, ja. Etwas zittern ist womöglich hier gar nicht so schlecht. Wer leichtsinnig vorgeht, der erntet auch Leichtsinnigkeit. Das ist die Ernte, aber er scheint das nicht wirklich verstanden zu haben, dass man auch mit eigenen Händen, ja, viel in die Ruin setzen kann. Das denkt er jetzt. Und sein Bestreben wäre jetzt, neu anzufangen, auf einen neuen Level zu kommen, auf einer neuen Ebene mit dir zu interagieren. Und auch das, was er erreicht, klug,
und solide absichern, ja, sodass er dann schon zusieht, dass er das nicht wieder verliert. Dass das bleibt, dass das etwas von Dauer ist. Denn das ist wie Energien verpuffen und dann denken, ach ja, jetzt muss die nächste energetische Fütterung stattfindet und sie soll bei dir stattfinden. Aber irgendwann kannst du ja auch sagen, nö, das reicht jetzt, ja, die Klappe ist zu, funktioniert nicht mehr. Das ist eine Art Einsicht, aber Einsicht aus der bisschen zur Gezwungenheit, ja, das musste schon so passieren. Also es ging schon langsam, ganz schleichend in diese Richtung, auch wenn das nicht besonders erfreulich ist für ihn, es ist immer noch seine Tat, ja, es ist immer noch sein Werk. Das ist sein Werk. Und wenn er hier urteilt, ja, dann soll er besser überlegen, dass er da auch mit beteiligt ist. Und dass er da am meisten beteiligt ist. Was denkt er denn noch? Ja, er denkt, dass eine ruhige Phase eurer Beziehung nicht schaden würde, dass er sich anpassen muss. Und es gibt vielleicht sogar bis hin zu nur zwei Möglichkeiten. Entweder ja oder nein. Entweder schwarz oder weiß. Also es gibt jetzt keinen Raum mehr für Manipulationen, für irgendwelche Spielchen, für immer wieder dieselben Verstrickungen, ja, dieselben Versuchungen, schon immer wieder die gleiche Geschichte. Ja. Jetzt ist es an der Zeit zu schauen, was ist denn jetzt wichtig bei dir? Wonach sucht er eigentlich? Denn man kann das Leben sehr schnell verspielen. Ja, das sind so seine Überlegungen. Und das, was man mit Mühe, mit Herz aufgebaut hat, wo man auch noch Glück hatte, ja, das soll man nicht so einfach verlieren. Oder kleinreden. Oder weniger wertschätzen. Ja? Ja, man sagt ja auch, im Vergleich sieht man die Dinge dann klarer. Und aus diesem Grund ist die Situation auch, wenn es eine Art Starre, eine Art Pause gibt, desto besser. Ja, denn da hat er seinen Raum, um zu vergleichen. Ja, das ist dann viel mehr detaillierter. Er ist dann genau bei den Dingen, die nicht funktionieren und bei den Dingen, die er jetzt verändern kann. Wenn er nur will. Er schätzt dir auch deine Sicht der Dinge, er schätzt auch dein Vertrauen ihm gegenüber, ja, auch deine Zuverlässigkeit. Das ist wie ein sicherer Hafen. Ja, es kommen einige Stürme, es gibt nun mal Krisen und anstrengende Situationen, aber bei dir hofft er oder sieht er seine Sicherheit. Und ja, immer wieder bei dir einzukehren, das ist sicher. Das ist bekannt. Das bietet auch ganz viel Geborgenheit. Die Geborgenheit ist das, was ihm oft auch fehlt. Ja. Das kann auch mit seiner Kindheit zusammenhängen, auch mit seiner Mutter. Ob es da genug Geborgenheit gab oder doch noch
weniger, ja. Und wenn man so süchtig ist, wenn man nach Geborgenheit süchtet, wenn man nach Liebe süchtet, neigt man auch dazu, ungesund diese Liebe zu leben, zu empfinden. Dann ist man ja wie ein Süchtiger. Natürlich, wenn er das übertreibt, ja, wenn er das übertreibt, das sollst du jetzt auch bitte mit einschätzen, wie sehr ausgeprägt ist es bei ihm, ja, wie sehr kann er abhängig werden, wie sehr ist er von dir abhängig, wie sehr ist er von einem anderen abhängig, falls es da eine andere gibt, ja, wie sehr ist er von anderen Menschen abhängig. Kann er sich da überhaupt lösen? Um eben freier zu sein. Um auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Um klüger zu handeln. Und sich selbst nicht schaden. Ja, das ist wie so ein Selbstschaden. Und egal, was er versucht, was er hier plant, was er vorhat, es kommt ja auch so, dass du alles durchschaust. Ja, du hast den Durchblick. Und sein Verhalten, besonders wenn es zu manipulativ wird, das bringt ihm auch nicht viel. Ja, er merkt irgendwann, du spielst besser als er. Du kannst besser als er spielen. Du pokerst besser als er. Spielst besser, kennst seinen Plan, ja, oder kennst drei Schritte vor, ja, du bist drei Schritte vor, seine Strategie, nennen wir mal das lieber Strategie, du spürst sie ganz gut. Du spürst ihn ganz gut, ja. Und was denkt er denn dazu jetzt noch tiefer, wenn du das so durchschaust? Ja, dann ist er dann auf der Hut. Da ist er auf der Hut und möchte sich verteidigen, ja. Dann ist nicht so, wie du das sagst. Es ist anders, es ist... falsch verstanden worden. Es ist nicht so. Ja, also mehr sich bedroht fühlen, angegriffen und natürlich auch der Versuch, zu sich selbst mehr zu stehen und zu der eigenen Meinung zu stehen, zu der eigenen Position, eigene Haltung, sich selbst zu verteidigen, ja, weil man es besser weiß. Weil man es besser durchschaut, weil man einen besseren Durchblick hat. Er wird dann übervorsichtig und haftet sehr an alten Dingen fest. Ja, dass dieses Loslassen, das funktioniert dann nicht automatisch. Ja, damit etwas gelöst wird, soll er loslassen, aber der klammert dann. Je tiefer du gehst, je mehr es Dinge gibt, die man verändern soll, verbessern soll, sich anschauen soll, desto höher ist der Widerstand. Ja, okay, psychologisch auch erklärbar, aber ob man damit dann viel anfangen kann, ja? Wenn man damit nichts mehr anfangen kann, dann reißen die Mauern von alleine. Dann wird das Ganze schon mal befreit. Aber das ist immer so wie so ein Vulkanspaziergang. Ja? Wir spazieren nah am Krater. Wer weiß, ob da jetzt zu einem Ausbruch kommt und wir von Lava hier erwischt werden. Ja? Das ist immer wieder so eine Gratwanderung.
Er betrügt sich damit selbst mehr, als er je die anderen betrügt. Womit bezahlt er dann hier? Ja, er bringt sich auch unter anderem aus der Verfassung, ja, aus deiner Verfassung der Herrscherin. Die Herrscherin kommt dann in der falschen Position. Sie soll so kommen. Ja, und das Ganze stellt die Dinge auf den Kopf. Was blockiert das Ganze denn? Das allgemeine Überwinden von Problemen, von Schwierigkeiten, die Lösung dieser Probleme, ja, das wird blockiert. Aufgrund der Missverständnisse, aufgrund der Falschheit. Was hat er denn noch über dich gedacht? Na, er versteht schon die Wichtigkeit, dass er hier als ein Herrscher handeln soll, ja, als ein verantwortungsbewusster Mann, als ein disziplinierter Mann, ein konsequenter, der auch Ordnung schaffen kann, ja. Erstens muss er in seinem Leben erstmal Ordnung schaffen, ja. Muss oder soll er, je nachdem. Mehr Verantwortungsbereitschaft soll her, weil du eben deinen Überzeugungen auch treu bleibst. Es wird genau so passieren, wie du es gesagt hast. Ja? Besonders wenn du etwas begründet hattest. Du hattest gesagt, es soll so und so passieren, wenn nicht, ja, dann sieht die Situation so und so aus. Oder das Ergebnis ist dann dermaßen. Gut oder schlecht, ja, je nachdem. Er weiß schon, dass er sich anpassen soll. Entweder er passt sich an, oder er, sagen wir mal so, überlebt nicht. Ja, überlebt nicht. Der, es wird auch gesagt, nicht der Stärkste überlebt, sondern der, der anpassungsfähig ist. Hat er das kapiert? Na, er ist jetzt Richtung Erfolg orientiert. Er ist zuversichtlich. Hat er das denn kapiert nochmal? Dass er sich anpassen soll, dass er jetzt, wenn er von dem ganzen Guten profitieren will, ja, wenn er von deiner Energie profitieren will, dann soll er auch vernünftig handeln, ja, sich vernünftig einbringen. Ich denke, die Richtung ist klar. Ja, das hat er kapiert. Wir können gleich nochmal schauen, ob er da etwas Sinnvolles unternimmt, ob er da etwas Bedeutsames unternimmt oder das unternimmt, was auch aus deiner Sicht angebracht wäre. Aber er schaut hier schon in Richtung miteinander zufrieden sein. Bis hin zu, für einige von euch, Richtung Familie, Familienglück, ja, wieder harmonisch miteinander umgehen. Mehr Zeit mit dir verbringen. Wie wären denn seine Schritte? Welche Schritte wird er unternehmen? Er steht unter Stress, ja. Ein bisschen zu, hat er sich hier zu viel zugemutet. Ist das jetzt die Angst, dass er
sich selbst überfordert, dass es zu belastend sein kann, zu anstrengend, ja. Es ist gar nicht so einfach jetzt für ihn etwas Sinnvolles oder das, was, wie wir das so definieren, so wie wir das erwarten und beschrieben haben, ja, zu erbringen, weil er ist nun mal momentan sehr gestresst, er ist auch nicht entscheidungsfähig. Er ist nicht entscheidungsfähig. Ich glaube, er muss auch ein bisschen zu etwas reifen, ja, ein bisschen zu seiner Entscheidung. Oder seine Entscheidung soll erstmal reifen. Es ist noch nicht an der Zeit. Es herrscht noch ein Chaos, ja. Chaos pur. Aber wir wissen, aus Chaos entstehen Dinge. Gute Dinge, ja, da sind wir womöglich guter Hoffnung, aber wir hoffen nicht nur, wir schauen jetzt, was die Karten dazu sagen. Ja, und tatsächlich, Chance auf eine große Liebe, Chance auf Glück, Liebe und Erfüllung, Frieden könnte auch einkehren, ja. Also doch, Ast der Kelche zeigt uns, dass es doch noch hier aus dem Chaos eine Chance auf Glück und Liebe entstehen wird. Was sollst du noch über ihn wissen? Falls es zu einem spontanen Abbruch kam bei euch oder spontan die Dinge wurden spontan verändert oder beendet, ja, man ist spontan wieder auf, sei es Pause, Rückzug oder man hat sich spontan gestritten. Das hat schon gesessen, ja, das. Das hat schon auch die Zufriedenheit etwas zerstört. Nicht nur die Zufriedenheit, aber eben, ja, wie Neun der Kelche, hier diese Zeit der Freude, des Genusses, ja, da hast du ihm das Ganze etwas versaut, sagen wir mal so, etwas verbaut. Hier kommt die Karte, Return to Joy, ja. Also, dass man wieder zur Freude zurückkehren möchte. Wir sind hier, um die Freude zu erfahren, sagt diese Karte hier aus. Das solltest du wissen, ja? Du hast ihm hier schon etwas ganz schön verdorben, also so, dass er sich hier doch nicht so wohl fühlte. Und angestrengt ist oder war. Welche Empfehlung sollst du zu dieser Legung heute noch empfangen? Sei das Porträt von der göttlichen Schönheit. Das heißt, zeig all deine Schokoladenseiten. Ja, verstecke dich nicht. Sei so toll, wie du bist. Sei so rein, wie du bist. Sei so einfühlsam, wie du bist. Es ist toll, dass du so viel Durchblick hast. Ja? Denn du repräsentierst auch die göttliche Schönheit. Durch dich spricht diese göttliche Schönheit. Und jetzt einige Tipps für die ruhigen Stunden. Hier kommt Wellness. Nimm dir Zeit für Körper, Geist und Seele. Lasse dich einmal richtig verwöhnen. Okay. Es wird mal langsam Zeit, ja, so dass man auch auf Körper, Geist und Seele ganzheitlich achtet. Das ist immer wieder wichtig. Hier kommt ein Wurzelmädchen, das verleugnete Selbst. Das verleugnete Selbst.
Ich lasse mal diese Karte im Raum, ja, diese Message. Und wenn du dann verstehst, um was es hier geht, das Verleugnete selbst, ja, dann kannst du es auch natürlich selbst interpretieren. Für jede von euch ist da eine andere Botschaft versteckt, sodass du das Richtige für dich entzifferst. Und nun eine Karte dazu. Hier kommt beispielsweise noch, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Hier kommt die Kraft. Und diese Karte verrät mir, dass du womöglich einen heimlichen Verehrer hast. Heimlicher Verehrer kommt hier. Ja, meine Liebe, das war heute deine Legung. Wenn du zufrieden bist, wenn du vieles empfangen konntest, dann würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen, als Dankeschön für meine Arbeit. Abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, aktiviere die Glocke und für eine private Legung stehe ich dir zur Verfügung. Und ja, genieße die Tage, genieße die wunderschöne Zeit, die uns alle erwartet. Und bleib in deiner Kraft, suche nach deinem Selbst oder zeige dich. Zeige dich, ja, denn davor haben wir ja schon gesehen, du bist ein Porträt der göttlichen Schönheit. Okay? Mach's gut, meine Liebe, und bis zum nächsten Mal. Ciao.